Die Meinung, die ich vor meinem Let's Play aus der Preview zum Küstenland hatte, war, das könnte mein Lieblingskingdom werden. Und dieser Eindruck hat sich bestätigt. Ich bin wirklich untröstlich, dass wir dieses Land heute verlassen müssen. Aber wir haben ziemlich viel erreicht. Fast alles gefunden, möchte ich fast sagen. An Lila Coins haben wir sogar alle 100. Deswegen kaufe ich mir hier schnell den ganzen Rest. Und an Monden, oh, es fehlen gefühlt nur noch 3. Ich habe mich auch tatsächlich offscreen nochmal umgeschaut im Wasser, weil wir ja von Schnackelchen den Hinweis bekommen haben, dass sich irgendwo im Sand was schlängelt oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr, Geheimnis des schlängelnden Sandes oder so. Irgendwie in der Art hieß die Mission. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht habe ich den Mond gefunden. Auch wenn ich jetzt nicht aufgrund des Tipps drauf gekommen bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen Glück hatte, möchte ich fast sagen. Ich habe mich, wie schon gesagt, hier überall nochmal gründlich umgeschaut und ich habe tatsächlich eine Höhle gefunden, eine recht offensichtliche, wenn wir ehrlich sind. Diese hier nämlich, da waren wir noch nicht drin, wie auch immer ich die übersehen habe. Ich kann es mir nicht richtig erklären. Vielleicht ist das ja der Mond? Nein. Es ist einer, von dem Schnackelchen noch gar nicht gesprochen hat. Okay, dann muss ich wohl wirklich aufgeben. Ich komm nicht drauf. Weiß der Geier, was da gemeint ist. Aber ich bin mir auch fast sicher, dass es hier in diesem Bereich noch irgendwo einen Mond geben muss. Einfach deshalb, weil hier ansonsten nichts ist. Und das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Also früher oder später wird es hier bestimmt noch eine Mission geben. Oder vielleicht müssen wir auch mit dem Tintenfisch irgendwas machen. Einmal im Kreis oder so. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt mittlerweile schon ziemlich verzweifelt. Aber gut. Wir müssen ja nicht sofort alles finden. Warte mal, hier sind so viele Möwen. Auch das könnte einen Grund haben. Nee. Ja, wie gesagt, wir müssen nicht alles finden. Ich spreche jetzt nochmal ganz kurz mit Schnackelchen, denn auch die Volleyball-Mission haben wir ja in der letzten Folge geschafft. Beide Monde. Und ich fand es auch nicht so schwer. Wie ich mittlerweile weiß, ist wohl der allgemeine Tenor der Spieler, dass diese Mission hier schwieriger ist als das Seilspringen. Ich stimme dagegen. Ich fand das machbar und das Seilspringen ziemlich schwer. Aber es gibt hier tatsächlich auch noch einen Trick. Ja, auch das wollte ich wissen. Und zwar kann man hier cheaten. Richtig asozial. Aber gut. Wer es einfach nicht schafft, der soll es halt dann so machen. Und zwar lautet der Tipp, Zweispieler-Modus. Moment, kann ich das jetzt überhaupt zeigen? Habe ich hier einen Controller? Ach, das geht mit den Joy-Cons? Ja, super. Die sind ja, warte mal. Die stecken zwar in der Switch, aber ich habe hier zufällig gerade die anderen zwei, die ich noch hier in diesen Mario Kart Mini-Wheel-Dingern da habe. Aus meinem Mario Kart 8 Deluxe Let's Play. Vielleicht kann ich die verbinden? Geht das? Oder nicht? Wohl eher nicht, was? Ach so. Warte, ich muss erst bestätigen. Jetzt geht's, glaube ich. L und R. Oder sind die leer? Alter, was zum Henker? Moment, die lassen jetzt doch auch Pro-Controller zu? Scheiße, Mann. Mit den Joy-Cons geht's gerade nicht. Vielleicht mit dem zweiten Pro-Controller? Tatsächlich. Denn hier steuert einer Mario und der andere Cappy. Dann kann ich es euch tatsächlich zeigen. Und der Trick ist, das Moment, komplett mit Cappy zu machen. Mario
kann man auch mit einbringen, aber dann braucht man wirklich zwei Spieler. Wenn ihr jetzt alleine seid und diesen Mond nicht schafft und auch keine Freunde habt oder so, dann könnt ihr es folgendermaßen machen. Ihr werft Cappy. So, und jetzt ist Mario raus und ich nehme gerade den anderen Pro-Controller. Mit dem kann ich Cappy die ganze Zeit steuern. Na gut, mit Mario muss man natürlich schon die Quest eröffnen. Moment. So, und jetzt Mario weg und mit Cappy ganz gechillt den Ball immer und immer wieder zurückspielen. So ist es halt wirklich mega einfach. Also es gibt viele, die es auf normalem Wege nicht geschafft haben anscheinend, weil der Tipp geht wirklich gerade rum. Ja, und so soll es dann pups einfach sein. Gut, das wollte ich noch hier am Rande erwähnt haben. Falls ihr den Trick noch nicht kanntet, dann hoffe ich, dass ich euch hiermit geholfen habe. Aber auch wenn ihr es ohne diesen Trick schaffen wollt, ich finde es halt wirklich machbar. Ich habe euch ja ein paar Tipps gegeben, wie es bei mir eigentlich relativ easy geklappt hat in der letzten Folge. Wer es nicht gesehen hat, kann ja nochmal nachschlagen. Ja, und wenn ihr es auch dann nicht schafft, dann betrügt halt mit dem Zweispieler-Modus. Macht's, wie ihr wollt. Aber ja, wir, beziehungsweise ich, hab's ohne geschafft. Juhu! Und das sogar recht schnell. Jetzt schauen wir mal. Kriege ich hier noch tatsächlich einen weiteren Mond? Was die Gezeiten zurückließen. Was zum Henker heißt das denn schon wieder? Gezeiten. Könnte Flut, Ebbe oder was auch immer sein? Stimmt, das könnte. Weil wisst ihr was, dieser Hund, ne? Der Hund, der ist ja jetzt auch erst da, seitdem wir die Hauptmission abgeschlossen haben. Und dieser Hund hat mir ja ein Versteck gezeigt, aber da waren nur Münzen. Es kann ja sein, dass der einem noch mehr Verstecke zeigt. Ähnlich wie in Zelda Breath of the Wild. Da hat der Hund ja auch immer was gefunden. Allerdings musste man ihm da was zu fressen geben. Ich weiß nicht, vielleicht findet er was, wenn man ihm Cappy ins Maul schmeißt oder so? Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Hund reine Deko ist. Er folgt mir ja auch. Vielleicht muss ich ihm dazu zu dieser glänzenden Stelle hinbringen. Eventuell ist da ja doch ein Mond. Oder hat einer von euch einen Tipp? Ich würde fast sagen, ich nehme jetzt doch mal Zeit und erkunde mit dem Hund dieses Areal. Weil vielleicht findet er doch was. Ich kann mir, wie gesagt, einfach nicht vorstellen, dass der reine Deko ist. Das muss doch mit irgendeinem Mond zusammenhängen. Der bellt die Goombas an. Wie cool. Aber, ja, finden tut er nix. Oder warte, 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 da hat er was, da hat er was. Ja, hier ist tatsächlich noch was. Ich wusste es, Mann. Ist das der mit den Gezeiten? Nein? Lol. Ja gut, den nehme ich trotzdem. Ja, ich würde aber mal sagen, dann verschwinden wir, weil ich kann jetzt die letzten Tipps nicht zuordnen. Klar, wir könnten diesen Wissenschaftler Toad fragen, der würde die Tipps dann nochmal konkretisieren. Aber ich glaube, ihr habt alle Bock auf ein neues Kingdom und wir haben hier ja auch wirklich viel erreicht. Ich meine, gebt euch das mal. 45 von 52 Monden und 100 von 100 lila Coins. Ne, ist schon tipptopp. Jetzt stecken wir das Ganze rein in die Odyssee und stellen den Counter auf. Beeindruckende 297. Und mit dieser neuen Power geht es in welches Land? Vielleicht ja sogar ein komplett neues, das man noch nicht kennt. Nein!
ausgerechnet das eine, was man noch kannte. Aber gut, ich weiß auch nicht, wie viele Kingdoms es insgesamt gibt. Auf jeden Fall kommt jetzt eben doch ein bekanntes, nämlich das Schlemmerland. Das wurde erstmals vorgestellt auf der Gamescom. Auch ich habe es schon ein bisschen gesehen, aber von allen, die ich gespielt habe, am wenigsten. Von daher, das ist zu 90% blind. Ich bin gespannt, was in diesem Land, wo es ums Essen geht und was an Italien angelehnt ist, was man da so alles sehen kann. Das Küstenland war übrigens an die Côte d'Azur angelehnt, eine ja, bonzige Strandregion in Frankreich. Und die Grafik war schon geil, oder? Also ich habe die ganze Zeit mir so vorgestellt, so könnte ein Super Mario Sunshine Remake aussehen. Aber apropos Sunshine, es gibt ja auf der Weltenkarte auch noch Isla Delfino eingezeichnet. Vielleicht ist das ja auch noch eine Welt oder eine Bonuswelt oder irgendwie sowas. Jetzt verlabern wir nicht mehr, sondern reisen ins nächste Land. Auf geht's. Auf ein Schlemmerland. Bowser kann nicht auf ewig vor uns davonlaufen. Hier wird er wohl den Hochzeitsschmaus geordert haben. Bei irgendwelchen Sterneköchen. Ja, also man muss es Bowser wirklich lassen. Er lässt sich für seine Hochzeit nicht lumpen, ne? Er denkt an alles. Ui, wieder so ein schöner abendlicher Sonnenuntergangsflair, wie wir ihn schon mal hatten. Mario immer noch in seinem Hawaii-Shirt. Ja, da sollte er sich dann vielleicht umziehen. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen. Scheint, als käme er mit den Vorbereitungen voran. Ach so, okay. Das Edelwasser war also wirklich zum Anstoßen. Hey, dann war ich mit Wodka ja gar nicht mal so verkehrt. Oder Champagner. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Du kannst dich ducken, wusstest du das? Voll krass, oder? Dass ich dir das so ziemlich gegen Ende des Spiels noch sagen muss, ist ein bisschen traurig, aber naja, zum Glück warst du bislang ganz erfolgreich. Hier steht übrigens noch, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Hey, das klingt echt lecker, aber auf einem Vulkan könnte man auch eine tolle Pizza zubereiten, oder? Brauchst du gar keinen Holzofen? Und tatsächlich ist alles, was ihr hier an rosanem Schleimwasserzeug seht, das ist Lava. Ja. Das wurde auch schon auf der Gamescom so kommuniziert. Und schon wieder gehen uns die Brudels auf den Sack. Sie sind Vorköster. Ja, das möchte ich auch gerne werden. Die Brudels sind da. Ja, wie in jedem Kingdom halt. Und da oben ist der Eintopf. Und irgendein riesiger Vogel. Weiß nicht, ob das ein Boss ist. Ich glaube aber nicht. Der sieht eigentlich ganz lieb aus. Und der würde gerne einen Schinken haben. Ja. Den würde ich jetzt auch nehmen. Aber wir sind ja hier nicht im hier beliebigen Supermarkt einfügen. Ich will jetzt keine Werbung machen. Soll ja jeder einkaufen, wo er will. Wo er es als am besten erachtet. Oder wo es mit dem Geldbeutel passt. Nun denn, das hier hinten ist, glaube ich, Salz oder Zucker. Na, wahrscheinlich eher Salz. Finde ich auch ein nettes Detail. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie umfangreich diese Welt ist. Aber ich glaube, das ist auch eine etwas größere, ne? Ja. 100 Coins, 56 Monde, also in etwa so groß wie das Küstenland von den reinen Werten her. Und wie gesagt, ich habe nicht so viel davon gesehen. Ich weiß kaum etwas. Außer, dass es hier halt wirklich komplett ums Essen geht. Die Bohnen, die wir da gerade gefunden haben, die können wir gleich rüberschmeißen zu Mario und Luigi. Die können das gut gebrauchen in Superstar Saga oder in den anderen Mario und Luigi Teilen, denn Bohnen füllen da ja die Werte auf. Passende Werbung für mein anderes Let's Play, oder? Ja, da habe ich nämlich auch ein bisschen Schiss, dass... Oh, shit. Bisschen Schiss, dass das jetzt etwas abstürzt. Weil Odyssey halt schon das Spotlight hier auf dem Kanal hat. Und habe ich nicht irgendwo... Ja, da vorne, die Goomba-Dame gesehen. Allerdings habe ich den Sprung gerade so dermaßen verhauen. Die ganzen Goombas sind abgekratzt. Ich hoffe, dass die gleich wieder respawnen. Ja, tatsächlich, okay. Das fanden einige von euch auch ziemlich lame, dass die Gegner immer wieder respawnen. Ey, oh, ich kann die Meinung zwar nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, was hat man davon, wenn man sich jetzt umbringen müsste? Nichts, außer Zeitverlust, oder?
Also, ich finde es eigentlich ganz legit, diese Entscheidung. Ja, wie schnell bewegt sich denn dieser KFC-Mais vorwärts? Alter. Habe ich übrigens noch nie bestellt bei KFC. Mais. Was? Ich brauche noch einen weiteren Gumba. Nein. Aber ich dachte mir schon, das waren doch vier. Wo sind denn die jetzt? Die restlichen. Also Minimum vier. Ja, da hatte ich jetzt wohl Pech. Sind nicht alle respawned. Na geil. Dann schnell vorbei an den heißen Tomaten. Finde ich auch mega eklig. Also Tomaten an sich mag ich wirklich sehr. Aber gekocht oder gebacken und eigentlich auch gegrillt, wobei das noch am ehesten geht, finde ich die echt eklig. Gebraten dagegen mag ich sie. Also ich schmeiße sie gerne zusammen mit Spiegelei und Schinken und sowas in die Pfanne. Das geht voll klar. Aber sonst... Oh, geile Farbe, Türkis. Der ist ja wunderhübsch. Genauso wie die Gumba-Dame. Die macht fast Gumbrina aus Paper Mario 2 Konkurrenz, ne? Wobei ich Gumbrina fast noch ein bisschen hübscher finde. Aber beide würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Domtendo mit einem Gumba im Bett. WTF! Juli wurde betrogen. Alles klar. Ah, schade. Da dachte ich jetzt eigentlich, dass das ein Mond ist. Ah, aber hey, wir haben hier eine neue Verwandlung, weil ich es gerade sehe. Wir können die Hotheads hier in dieser Welt kapern und uns dann genüsslich durch diese Lava bewegen. Muss ich kurz schauen, wie ich da auf die andere Seite komme, weil da waren ja Tomatenmünzen. Ist das der Weg? Hey, hier scheint ein Weg entlang zu führen. Also ja. Ja, doch, ich denke schon. Ja, 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 okay. Die wollen wir mal nicht verpassen. Okay, mit Schütteln können wir uns etwas schneller fortbewegen. Nice. Also auch hier passt wieder die Atmo... Alter, fast verpasst. Hier passt die Atmo. Hier passt die Mondfarbe. Hier passen die lila Coin-Designs. Gute Voraussetzungen für diese Welt. Die Musik ist auch in Ordnung. Ah ja, okay. Hier geht's also so auf. Ja, nice. Dann schnappen wir uns doch gleich mal die drei lila Münzen und versuchen hier raufzukommen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr ist. Warte mal. Oh ja, und wieder noch mehr ist. Die Welt beginnt gut. Mhm, kleiner Parcours auf Zeit. Ohne Cappy, aber das kriegen wir hin. Braucht man eigentlich nur den Wandsprung. So. Und her damit. Wunderbärchen. Tic-Tac-Turnier 1. Kein Problem. Aber Alter, so viel Salz liegt hier rum. Das ist ja Verschwendung, du. Vor allem, zu viel Salz ist nicht gesund. Absolut nicht. Ich habe das Gefühl, da oben soll man aber noch gar nicht sein. Oder? Ach, was? Hier wäre man sogar einfacher raufgekommen? Als ob. Die ganze Mühe war mehr oder weniger umsonst. Weil das hier ist der Hauptweg. Da vorne sind die Brudels. Und wir wären übelst gechillt hier hochgekommen, eigentlich. Ich mach das da über unsichtbare Blöcke und so. Voll unnötig. Naja. Ist da noch ein Mond vielleicht? Nein. Aber wir haben schon mal weitere Coins erblickt. Die Karte ist eigentlich auch relativ groß. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal auf die Details achten. Schlemmerland, das Lieblingsland der hungrigen Feinschmecker. Ja, also auch ein passendes Land für mich, ne? Schmausspitze. In diesem Land kocht stets ein Süppchen. Ich mag Suppe. Viele mögen Suppe eher nicht, warum auch immer. Aber ich finde sie einfach geil. Egal welche, ob Eintopf, ob Hühnersuppe, ob Fischsuppe. Ist alles. Tomatensuppe, wenn sie richtig gut ist. Muss aber Tomatencreme sein. So Tomatencremesuppe. Geilomat. Ja. Einheimischen nennen sie Schlemmerlinge. Währung tomatenförmig, Industrie, Nahrung, Mineralien, klar. Und durchschnittliche Temperatur 34 Grad. Kein Wunder, hier kocht ja auch so ziemlich alles. Genau genommen ist das hier sogar die Lava-Welt, ne? Auch wenn es einem gar nicht so vorkommt. Werden wir etwa in diesem Spiel keine normale Lava sehen? Naja, mal abwarten.
beim Finale bestimmt. Der historische Dorfkern. Okay, da kommen wir gleich hin. Am Tor zur Geschmackserlebniswelt. Boah, ich würde hier gerne einen Kochkurs nehmen. Die Vulkanküche. Schlemmerplatz, da wo das ganze Gemüse rumliegt. Das gut gereifte Fleisch. Mmh, wie das da oben lecker rumliegt. Das ist wahrscheinlich so ein Grill. Ja, so ein Steinofengrill. Und ein Schlemmer-Festival findet hier wohl statt. Also irgendein Gourmet-Essen-Fest-Kochkurs-Dingens. Ach, hier ist ein Mond. So einfach rumliegend? Oder rumschwebend? Okay. Am Rande einer Salzansammlung. Alles klar, da haben wir sogar die Bestätigung, dass es kein Zucker ist, sondern Salz. Aber beides ist ungesund. Wobei man Salz im Gegensatz von Zucker auch tatsächlich zum Leben braucht. Also komplett streichen würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, da kratzt man sogar nach einer Zeit ab. Also nicht zu viel Salz essen, aber ein bisschen schon, ne? So, haben wir hier wieder den Bildungsauftrag für die heutige Folge erfüllt. Ja, nice. Dann bleibt die Monetarisierung wenigstens da. Wäre schön. Oh, Moment mal. Was ist da denn? Da ist noch so eine komische Vorstufe. Die hat doch was zu bedeuten, oder? Oh ja, da geht's rein, Alter. Alles klar. Hinter dem Säulenschatten verborgen. Aber der war schon nicht so offensichtlich. Ach so, man hätte auch einfacher dahin kommen können. Den Hothead habe ich gar nicht gesehen. Wenn man mit dem Hothead den Boden berührt, verwandelt man sich sofort zurück. Aber ich glaube, man kann da ein bisschen tricksen. Ich habe da nämlich mal was gesehen. Genau. Hier, diese Tomaten. Wenn man sie besiegt, hinterlassen sie eine Pfütze. Und ich glaube, da kann man dann auch reinspringen. Mit dem Hothead. Übrigens, auch diese Welt hat, wie ihr mit Sicherheit schon gemerkt habt, das muss ich nicht extra ansprechen, einen eigenen Grafikstil, der auch wieder so ein bisschen Indie-mäßig ist. Ähnlich wie das verlorene Land. Und es hat auch alles so ein bisschen mehr so einen Polygon-Style, ne? Aber ich find's ganz geil. Euch dagegen finde ich einfach nur nervig. Wir haben echt tonnenweise Schlemmereintopf für das Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen. Aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Oh. Ach du schon wieder, du schlechter Ganondorf-Fake. Du hast wohl ein bisschen zu viel gegessen, habe ich den Eindruck. Ne? Aber ich kann es verstehen, ich überfresse mich manchmal auch. Vor allem, wenn wir in einem Restaurant sind, was einfach nur krasse Sachen anbietet. Und das kommt leider viel zu häufig vor. Ich liebe einfach gutes Essen. Wirklich, damit kriegst du nicht dran. Neben sexy Frauen und geilen Spielen. Was war das wieder für ein Zusatz, für ein unnötiger? Entschuldigt bitte. Was mache ich denn jetzt hier für einen Scheiß? Voll dumm angestellt. Der erste Treffer war unnötig, der zweite war noch unnötiger. Aber ich nehme die Brudels auch ehrlich gesagt überhaupt nicht ernst. Das sind Lappen. Hat der überhaupt irgendwas dazugelernt? Weil er macht, glaube ich, den gleichen Quatsch wie im, wo war's, Forstland. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder kotzen. So ist es. Aber nicht so weit wie im Forstland. Also ich fand ihn da eigentlich gefährlicher. Obwohl er mich hier sogar zweimal erwischt hat. Naja, egal. Das war, weil ich nur mit dir gespielt habe, du Weichei. Verzieh dich. Aber Moment, müssen wir gegen die anderen auch noch kämpfen? Weil Cappy hat von allen vier Brudels gesprochen. Nee, die sind schon abgedüst. Ja, gut, okay. Die wurden jetzt aber ein bisschen schnell abgefrühstückt, ne? Ist mir aber ehrlich gesagt auch lieber so. Ich kann die überhaupt nicht leiden. So, was kommt jetzt? Unter den Käsefelsen. Ach, die Mission habe ich schon gespielt. Das ist aber auch die einzige, die ich schon kenne. Alles klar. Aber auch nur den Hauptweg. Also ich habe mir ansonsten nichts angeschaut. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge tun.